Also wir haben jetzt hier unser Pipe Ramp sozusagen, ja, die größte Rampe, die wir eigentlich bei uns in der Firma haben. Und da wollen wir ein Auto drüber jagen und testen für einen Film, wie hoch es halt fliegt und wie weit wir damit halt kommen. Kann man auf jeden Fall das Auto geil in den Orbit ballern, wa? Das macht auf jeden Fall Bock. Würde ich gern selber fahren, aber da bleibt dann nicht mehr viel von einem übrig. Wir werden schon mit 100, 110 km/h fahren. Und da kommen schon einige Tonnen drauf auf die Rampe und die muss hinten so abgestürzt werden, dass die Rampe uns auf keinen Fall wegkippt. Ja, klappt mit dem Hämmern, wa? Wir könnten ein bisschen mehr Schwung holen, aber mein Gott. Manchmal schon ein mulmiges Gefühl, an Leuten vorbeizufahren, wenn man nicht selber drin sitzt. Leichtes Kribbeln hat man immer vorher, auf jeden Fall, sind wir alle irgendwie, aber das ist normal. Wer hat denn nochmal das Pony mit? Dann Achtung Jungs, 3, 2, 1, Abfahrt! Gas, 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 Gas! Strike! Sehr schön! Feuerwehr kann ran, Feuerwehr kann ran! Boah, ist der abgegangen. Ja, sehr schön. Hast du am, zum Schluss Gas gegeben? Sehr gut, Mann. Ja. Ja. Sehr gut. Wollt's entspannt machen. Ja, ja, ja. Sehr gut. Richtig geil geflogen. Ja, nochmal drauf. Ja, haben fast die Umlaufbahn erreicht. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Der Wagen ist platt. Was wollen wir mehr? Wir waren auf 16, 17 Meter Höhe mindestens, was ich so gesehen habe. In der Weite haben wir 42, 43 Meter so geschafft. Das ist ganz gut. Das ist top eigentlich. Fett!